Ist es möglich, von einem reinen Dividendenaktienportfolio zu leben? Das ist so die Frage, die sich extrem viele Investoren, vor allem natürlich neue Investoren, die gerade erst anfangen, in Aktien zu investieren, dann halt eben am Anfang stellen. Denn ganz am Anfang steht man ja oft an so einem Scheideweg, wo man sich für einen der beiden Wege entscheiden muss. Entweder für den einen Weg, wo man dann einfach nur in reine Growth-Unternehmen ganz oft investiert, beziehungsweise man fokussiert sich hauptsächlich auf Kursgewinne bei den Aktien und möchte dann halt eben über die Zeit hinweg sehen, wie die Aktien sehr, sehr stark im Kurs ansteigen. Und die andere Variante wäre natürlich halt eben, dass man in Dividendenaktien investiert, also in Dividendentitel. Und man versucht sich halt über die Zeit hinweg so ein Dividendenportfolio aufzubauen, um dann halt eben monatlich so ein passives Dividendeneinkommen zu generieren. Wie immer, bevor wir jetzt mit dem Inhalt starten, du brauchst dich jetzt nicht wundern, warum ich in diesem Video nichts anbiete, also keine Finanzkurse verkaufe oder was auch immer sonst die Leute, die auf YouTube da anbieten wollen. Hier bei mir ist das alles rein kostenlos. Du kannst dir gerne meine Videos anschauen. Dafür brauchst du nur den Kanal abonnieren mit Glocke. Du kannst auch immer anschauen, in was ich investiere. Ich habe letztens erst ein Depot-Update gemacht, wo ich dann halt immer wieder mal zeige, wie ich investiere, in was ich investiere. Das heißt, wenn du einfach dabei sein möchtest, verfolg gerne meine Videos und mich unterstützen kannst du gerne mit einem Daumen nach oben. Wir verschwenden keine Zeit und starten auch schon direkt mit dem Inhalt des Videos. Wie am Anfang erwähnt, hast du halt eben diese zwei Optionen. Entweder nur reine Wachstumsunternehmen, wo du halt nur auf Kursgewinne gehst, oder halt eben auch Dividendenaktien, wo du halt auch von der Dividende profitieren kannst und dir vielleicht auch so ein passives Einkommen aufbauen könntest. Wir werden uns auch gleich dazu Beispiele anschauen, welche Möglichkeiten es da gibt, das Ganze halt eben aufzubauen. Wir schauen uns das Ganze einfach mal in konkreten Zahlen auch so ein bisschen an. Ich muss aber hier am Anfang natürlich einmal dazu sagen, bei den Dividendenaktien gibt es natürlich auch Vor- und Nachteile. Zum einen hast du natürlich auch die Möglichkeit, wenn du in Dividendenaktien investierst, nicht nur von der Dividende zu profitieren, die dann halt immer ausgeschüttet wird, sondern du kannst dort auch durchaus Kursgewinne mitnehmen. Also das ist natürlich auch möglich. Das heißt, in der Theorie kannst du halt eben auch doppelt profitieren. Wo du halt eben darauf achten solltest bei Dividendenaktien, ist natürlich die Ausschüttungsquote. Wie sieht es halt eben aus? Also wie oft schütten die das Ganze aus? Passt das zu deinen Vorstellungen? Im Grunde genommen ist es bei jedem Unternehmen unterschiedlich. Es gibt Unternehmen, die schütten das einmal jährlich aus, halbjährlich oder quartalsmäßig. Das ist immer sehr, sehr unterschiedlich. Das solltest du dir auf jeden Fall anschauen. Und was du auch nicht vergessen solltest, es ist natürlich auch so, dass du, wenn du die Dividende bekommst, also wenn das Ganze ausgeschüttet wird und du gehst über deinen Freistellungsauftrag hinaus, dass du dann halt eben auch diese Gewinne dann eben direkt auch versteuern musst. Bei den meisten Brokern wird das alles schon automatisch versteuert. Bei zum Beispiel Unternehmen, die halt in sich selber investieren, kannst du natürlich selber auch entscheiden, wann du die Aktie verkaufst und wann du das Ganze halt eben versteuerst. Das heißt, dort kannst du das Ganze optimieren. Bei Dividendenaktien kannst du es halt eben nicht optimieren, weil es halt immer wieder ausgeschüttet wird und in diesem Moment wird das Ganze halt eben auch versteuert. Und man muss halt auch eben ganz klar dazu sagen, diese Dividendenaktien, das werden wir uns auch anschauen, oder ETFs zum Beispiel, die Dividende, die dort halt eben angegeben ist, die ist nicht gesichert. Das heißt, es bedeutet nicht, dass du für immer diese Dividende auch ausgezahlt bekommen wirst. Wenn zum Beispiel sowas wie eine Krise kommt, das haben wir in der Pandemie gesehen, dann haben natürlich die Unternehmen auch das Recht, die Dividende entweder zu kürzen oder sogar komplett zu streichen. Das waren jetzt erstmal so ein paar Eckdaten. Wir schauen uns das Ganze aber einmal auch in der Praxis an. Das heißt, wenn du jetzt wirklich einmal vorhast, hey, ich habe jetzt Bock, mir ein Dividendenportfolio aufzubauen, wie kann ich das Ganze machen? Also zum einen kannst du zum Beispiel hier auf die Seite Just ETF drauf gehen oder generell dich einfach mal ein bisschen informieren, welche ETFs es da draußen so gibt. Dann kannst du dir halt eben die ETFs mal anschauen und kannst dir halt zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, okay, irgendein ETF findest du halt eben cool, dann halt auch wirklich in diesen ETF dann Geld investieren, entweder natürlich durch einen Sparplan und dir halt langsam aber sicher so ein Dividendenportfolio aufbauen, oder du kannst natürlich auch einfach Einmalzahlungen tätigen und dann sofort halt eben ein passives Einkommen generieren. Der sehr bekannte Vanguard FTSE All World High Dividend Yield ETF ist zum Beispiel so ein ETF, den sehr, sehr viele Leute halt immer feiern, der aktiv von vielen Leuten bespart wird, wo man sagt, okay, der ist sehr breit diversifiziert, da hat man auch nicht so das große Risiko. Den kann man zum Beispiel dann aktiv besparen oder auch eine Einmalzahlung tätigen. Wir werden uns auch gleich Einzeltitel anschauen, einfach nur als reines Beispiel. Ich habe da auch eine kleine Excel vorbereitet, wo wir das Ganze auch vergleichen können. Aber im Grunde genommen muss man natürlich auch bei einem Fonds oder halt einem ETF im Hintergrund behalten, dass man auch laufende Kosten hat. Das hat man halt einfach bei Einzeltiteln dann eben nicht. Das heißt, das sollte man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, dass das Ganze auch ein bisschen was kostet zum Halten. Wenn man jetzt sich die Ausschüttungen ausschauen möchte, das heißt, wenn man wissen möchte, okay, wie viel kriege ich denn da wirklich an Rendite raus,
Dann kann man hier auf Ausschüttungen gehen und hier sehen wir jetzt die aktuelle Ausschüttungsrendite. Man muss aber auch natürlich ganz klar sagen, je nachdem, was für einen Kurs man erwischt, unterscheidet sich die Rendite natürlich enorm. Ne? Das, wenn man jetzt in einem Crash investiert, dann kann es sein, dass die Rendite dann um einiges höher ist, als wenn man jetzt in Allzeithoch investiert. Wenn man das Ganze monatlich bespart, unterscheidet sich natürlich auch die Rendite. Das muss man auch ganz klar sagen. Und bei einem ETF ist es natürlich so, dass da sehr, sehr viele verschiedene Unternehmen sind. Ne? Hier hat man jetzt halt eben eine breite Streuung. Je nachdem, wie diese Unternehmen performen, sieht man auch, dass die Rendite sich natürlich auch enorm verändert. Das sollte man auch auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, aber wir sind hier ungefähr bei 3% Ausschüttungsrendite. Das heißt, wenn wir jetzt einfach von einem Portfolio, und das habe ich auch in der Excel einmal so als Beispiel aufgestellt, von 100.000 Euro ausgehen, dann kann man davon ausgehen, dass man ungefähr dann eben halt, beziehungsweise je nachdem wie viel Prozent das halt eben ist, aber bei 3% Rendite kriegt man halt seine 3.000 Euro im Jahr dann am Ende des Tages raus. Wobei im Hinterkopf behalten, ein Teil davon, je nachdem wie hoch der Freistellungsauftrag dann eben ist von einem, den man gestellt hat, müsste dann halt eben auch noch versteuert werden. Das darf man halt eben nicht vergessen. Die andere Alternative wäre halt auf Einzeltitel zu gehen. Das heißt, man schaut sich da halt eben verschiedene Unternehmen an und versucht sich halt ein bestimmtes Portfolio aufzubauen. Vielleicht möchte man wenig Risiko, vielleicht möchte man aber die Dividendenrendite optimieren. Je nachdem, in welche Richtung man da halt eben gehen kann. Ich schaue mir das Ganze bei der Comdirect an, weil ich dort auch mein Depot habe. Ihr könnt das aber überall schauen, wo ihr wollt. Dann könnt ihr zum Beispiel hier euch die einzelnen Unternehmen anschauen, wie Fresenius aus dem Health-Sektor oder zum Beispiel Exxon aus dem Rohstoffsektor, also Ölunternehmen. Und hier könnt ihr zum Beispiel halt immer die Dividendenrendite sehen, ne? Also die 4,04%. Das heißt, wenn ihr jetzt 100.000 Euro einsetzen würdet, dann würdet ihr von Exxon im Jahr dann um die 4.000 Euro bekommen. Ne? Wie gesagt, das Ganze kann sich natürlich auch unterscheiden, je nachdem, wie halt eben gerade der Markt oder die Weltwirtschaft aussieht, weil Exxon halt nicht verpflichtet ist, diese Dividende auszuzahlen. Die können das Ganze auch natürlich reduzieren oder halt komplett streichen, je nachdem, wie es gerade bei denen läuft. Die können es aber auch natürlich auch erhöhen. Ich habe jetzt extra einfach mal Zahlen, damit man das Ganze auch mal visualisieren kann, so ein Excel vorbereitet. Das heißt, hier haben wir einfach mal einen Vergleich. Hier einmal ein Beispiel mit einem ETF, was ich gesagt hatte, wenn man jetzt wirklich 100.000 Euro investiert und das bei einer Rendite von 2,91%, das ist das, was wir gesehen haben beim Vanguard ETF, dann hat man monatlich jährlich ein Einkommen von 2.910 Euro. Monatlich bedeutet das 242,50 Euro. Das ist aber auch noch etwas, was man halt versteuern muss. Das heißt, das ist wirklich noch vor Steuern. Und dementsprechend muss man hier natürlich sagen, bei einem ETF würde es man nicht schaffen, davon halt eben zu leben. Das muss man einfach ganz klar sagen, das ist viel zu wenig Geld, als dass jetzt irgendjemand davon leben kann. Das andere Beispiel mit Einzelaktien. Hier habe ich jetzt einfach mal verschiedene Aktien genommen, wie zum Beispiel aus dem Chemiesektor, BASF, Allianz, Covestro, Exxon. Also verschiedene Branchen einfach mal genommen mit relativ guten Renditen, also Dividendenrenditen. Dann pro Aktie halt 25.000 Euro. Wie gesagt, man muss dann sich selber dann halt eben anschauen, in welche Unternehmen möchte man dann eben investieren. Und da kommt man dann halt insgesamt jährlich deutlich auf eine höhere Dividende und zwar auf ungefähr 5.700 Euro. Also man sieht das schon fast das Doppelte im Grunde genommen, was man da halt eben rauskriegt und dementsprechend auch fast das Doppelte, was man monatlich rauskriegt, diese 477 Euro. Das würde aber immer noch nicht ausreichen, damit man halt davon leben kann. Das muss man halt ganz klar sagen. Das heißt, wenn man halt davon leben möchte, dann braucht man schon extrem viel Geld. Also 100.000 Euro reichen dabei weitem nicht aus, sondern man müsste halt wirklich deutlich mehr investieren, damit man halt von so einem Dividendenportfolio überhaupt leben kann. Was heißt das im Endeffekt für dich und was heißt das auch vor allem für mich? Wie gehe ich davor? Viele, die mich jetzt aktiv verfolgen, wissen das. Ich selber investiere nicht in Dividendenunternehmen. Ich hatte da am Anfang, als ich angefangen habe zu investieren, echt Blut geleckt mit Dividendentiteln, hatte auch richtig Bock, mir so ein Dividendenportfolio aufzubauen, habe aber relativ schnell gemerkt, dass das Ganze gar nicht so einfach ist, also dass man realistisch halt eben am Ende des Tages davon leben kann. Vor allem, weil man halt auch in Deutschland einen relativ hohen Steuersatz dann eben auf so ein Dividendenportfolio zahlen muss. Und am Ende des Tages ist es halt eben so, wenn man in ein Wachstumsunternehmen investiert, dass sich halt vielleicht in 5 bis 10 Jahren verzehnfacht, wenn man halt wirklich, ich sag mal, dieses eine goldene Investments gefunden hat, dann ist mir dort die Wahrscheinlichkeit oder halt dort das Risiko, das ich eingehe, viel mehr wert als am Ende so ein Dividendenunternehmen, das mir vielleicht halt, weiß ich nicht, ein paar hundert Euro abwirft. Da kann ich das Ganze dann doch irgendwie anders lieber managen, optimieren, indem ich mehr arbeite oder wie auch immer.
muss jeder halt für sich selber entscheiden. Dementsprechend bin ich jetzt nicht der größte Fan von Dividendenportfolio, wenn man halt eben nicht Millionär ist, wenn man natürlich reich ist und da einfach das Geld einfach liegen lässt, weil man halt genug Geld davon hat und passiv bekommt man halt eben die ganze Zeit in Dividende ausgeschüttet. Hey, dann ist es natürlich super. Bei meinem Einkommen oder bei dem, was ich jetzt derzeit besitze, macht es meiner Meinung nach gar keinen Sinn. Deswegen versuche ich eher halt eben auf diese Wachstumsschiene zu gehen und versuche mein, ja, ich sag mal, Vermögen dort halt eben zu vervielfachen. Ihr könnt gerne mal aber unten in die Kommentare reinschreiben, was haltet ihr von der ganzen Geschichte? Seid ihr eher Team Dividende oder Team Wachstum? Feiert ihr eins von den anderen mehr oder versucht ihr einfach beides so ein bisschen mit reinzubringen ins Portfolio? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ach krass, du bist ja immer noch hier. Also dann kannst du den Kanal auch genauso gut abonnieren. Ich kann dir zwar nicht versprechen, dass du mit den Informationen hier zum nächsten Millionär wirst, ich kann dir aber versprechen, dass ich dir nicht irgendwelche Trading-Kurse an die Backe laber und dich nicht die ganze Zeit vollspamme mit meinen Affiliate-Links. Das Geld kannst du genauso gut sparen, um dann in Aktien oder Kryptowährungen zu investieren. Übrigens kannst du auch die Glocke aktivieren, um dann halt die nächsten Videos von mir zu sehen.